So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EKW-Blog. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir ein älteres Spiel, Emperor Battle of Dune, unter Windows 10 zum Laufen bekommen. Da ist das Spiel hier noch wunderbar auf CD. Ist schon etwas älter, das Spiel. Ich weiß gar nicht genau, 2001, 2002, irgendwie so muss das Ding rausgekommen sein. Und auf neueren Computern hat das bei mir immer wieder Probleme gemacht. Ich hatte mir dann irgendwann so ein älteres Windows 7 System hier noch hergestellt, was so lange funktioniert hat, solange man da keine Updates eingespielt hat. Wenn man das gemacht hat, dann lief es dann auch nicht mehr und das ist eben auch das Problem in Windows 10. Da ist nämlich irgend so ein Kopierschutz am werkeln, der eben verhindert, dass das Ganze hier unter neueren Windows-Versionen überhaupt startet. Und ja, da habe ich jetzt ewig rumgetan, was man denn da tun kann. Ich habe es auch mal probiert, das in einer virtuellen Maschine zu spielen. Hat grundsätzlich auch funktioniert mit VMware Player. Da konnte ich das Ganze hier unter Windows XP installieren. Allerdings war es so dermaßen langsam, dass es ja wirklich keinen Spaß gemacht hat. Ja, Emperor Battle of Dune, wer es nicht kennt, ein älteres Echtzeit-Strategiespiel. Und das macht echt ziemlich viel Laune. Und deswegen habe ich jetzt nochmal ein bisschen recherchiert, wie man das Ganze unter Windows 10 auch zum Laufen bekommt. Hier ist auch ein Artikel dazu. Da findet ihr dann auch die Links zum Installationsfix. Und da könnt ihr alles auch nochmal in Ruhe nachlesen. Jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ja, vielleicht noch ein paar Infos zu meinem System hier. Was ich hier habe, ist auch bereits ein älteres System hier mit Intel Core 2, Core Duo Quad Q6600 mit immerhin 4 Kernen und als Grafikkarte habe ich da auch nichts Besonderes drin, eine GeForce 210. Ich habe hier noch CD-Bremse installiert, das ist übrigens auch empfehlenswert, wenn man zu älteren CD-Spielen noch so zu tun hat, weil da kann ich die Geschwindigkeit vom CD-Laufwerk begrenzen, weil sonst macht das Ding wirklich extrem viel Krach. Aber gut, legen wir mal los, gucken wir mal, ob wir das Ganze hier installiert bekommen. Ich habe mal die CD jetzt hier eingelegt und ja, standardmäßig, wenn ich das Ganze jetzt hier öffne und ausführe, hier ist der Setup-Exe, mache ich jetzt hier mal. Hier ist auch ZEC-Drive-Sys, das müsste der Kopierschutz sein, der dann an der Stelle auch Probleme macht. Und ich starte jetzt hier mal die Setup-Exe und dann tut er auch so ein bisschen was. Dann kommt hier eine kurze Meldung, dass ich hier das Ganze installieren will, dass ich das bestätigen soll. Er tut etwas, aber er greift jetzt gerade noch aufs Laufwerk zu, aber viel mehr passiert dann an der Stelle nicht unter Windows 10 und wahrscheinlich auch unter anderen neueren Betriebssystemen wie Windows 8 und so weiter. Ja, was können wir jetzt tun? Also, es gibt einen Install-Fix, den habe ich hier im Internet gefunden, und zwar unter moddb bla bla bla. Also den Link packe ich auch in den Artikel da mit rein, einfach unterhalb der Videobeschreibung den Link anklicken, dann kommt ihr zu dem Artikel hier und da findet ihr dann den Install-Fix. Den lädt man sich hier herunter, das ist gar nicht mal groß, das ist dann hier so eine kleine RAR-Datei, die kann man mit 7-Zip dann entpacken, habe ich hier schon mal gemacht und da sind jetzt hier drei Dateien drin, eine Anleitungsdatei, eine Textdatei, die braucht ihr nicht, weil ihr schaut ja hier dieses Video und dann eine Setup-Exe und eine Emperor-Exe, die brauchen wir dann. Gut, das erste, was wir machen ist, wir müssen den Installer, das Setup von der CD auf die Festplatte kopieren. Ich bin jetzt hier noch auf meinem D-Laufwerk und da haben wir hier den Ordner Setup. Den schnappen wir uns jetzt hier mal und kopieren den auf den Desktop. Das heißt, diesen Ordner jetzt hier, die anderen könnt ihr jetzt hier mal lassen. Ich mache das hier auch mal zu und ja, dann kopiert er mal fleißig los hier. Gut, der Ordner ist kopiert und was wir dann machen ist, wir müssen jetzt hier in diesem Ordner, den wir gerade kopiert haben, diese Setup-Exe hier ersetzen durch die Setup-Exe, die wir in unserem Install-Fix hier drin haben. Das heißt, ich schnapp mir das jetzt mal, kopiere es dann darüber, Steuerung drücken, dann kann man das Ganze kopieren und dann ersetzen wir die jetzt hier in dem Ordner und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob es schon startet. Gut, dann starten wir mal die Setup-Exe jetzt hier und gucken mal, ob irgendwas passiert. Hier jetzt bestätigen die Adminrechte und ja, die Installation startet schon mal. Das sieht ja schon mal deutlich besser aus als vorhin. Wir klicken jetzt mal auf Weiter. Gucken mal, was dann passiert. Okay, dann kommen die Bedingungen. Ich mache weiter und jetzt kommt die Seriennummer. Die gebe ich dann jetzt mal ein. Eingegeben, hat er angenommen, die gemeinsamen Internetkomponenten und Online-Registrierung, die lasse ich jetzt hier mal weg und klicken weiter und Installationsort lasse ich jetzt auch so, klicken auf weiter, weiter, weiter und dann geht die Installation auch schon los. Jetzt installiert er das Ganze und jetzt haben wir so ein bisschen Geduld, müssen wir da jetzt mitbringen. Bei mir war es jetzt auch so, der ist jetzt auch mal abgestürzt.
Und dann kam dann die Anfrage, ob ich das Ganze erfolgreich installiert habe. Und dann habe ich das Ganze mit Kompatibilitätseinstellungen nochmal ausgeführt. Und dann lief die Installation auch durch. Jetzt schauen wir einfach mal, was sich jetzt hier entwickelt. Wir haben das Ganze hier zwar auf Festplatte kopiert, allerdings sieht man jetzt hier, dass bei dem Laufwerk das blinkt, also installiert das dann auch vom CD-Laufwerk bzw. DVD-Laufwerk. So, da ist er auch schon fertig, hat schon seine Zeit gedauert. Dann kehre ich jetzt hier mal zu Windows zurück und bestätige hier mal mit OK. Da sind wir wieder in Windows. Okay, da sind wir zurück in Windows. Ich hatte ja vorhin gerade gesagt, dass gegebenenfalls, falls die Installation abstürzt, dass dann eine Meldung kommt mit, da kommt nämlich das hier, Programm Kompatibilitätsassistent. Das Programm wurde eventuell nicht richtig installiert. Und dann habe ich hier angeklickt, Installation mit Kompatibilitätseinstellung. Und danach lief dann der Installer, so wie wir es jetzt auch gerade gesehen haben, durch. Es ist installiert, wir sind jetzt aber noch nicht ganz am Ziel, weil wir hatten jetzt in dem Fix hier, hatten wir nämlich zwei Dateien drin. Einmal den Setup und einmal die Emperor-Exe, die brauchen wir jetzt. Jetzt gehe ich hier mal auf mein C-Laufwerk, wo wir das Ganze hin installiert haben. Und zwar hatten wir es hier unter Westwood Emperor. Und da haben wir jetzt hier diese Emperor-Exe. Die müssen wir jetzt hier ersetzen. Und zwar genauso wie vorhin, einfach da rüber kopieren mit Steuerung und Drag and Drop. Dann die Datei im Ziel ersetzen. Und man sieht auch, die ist deutlich kleiner. Das ist auch mal sehr interessant, warum die jetzt hier deutlich kleiner ist. Gut, und dann können wir das Ganze auch testen. Natürlich muss ich jetzt erstmal hier die Installations-CD rausmachen. Jetzt mache ich die Hakonnen-CD mal rein und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Okay, installiert ist es. Fix ist eingespielt. Jetzt kommt der spannende Moment. Wir starten das Spiel. Und da oben erscheint es jetzt auch schon. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das Ganze auch wirklich startet. Hat ein bisschen gedauert. Im Task Manager stand auch drin, dass das Ding nicht mehr reagiert. Da muss man anscheinend Geduld haben. Das sieht ja schon mal soweit ganz gut aus. Okay, da ist es auch schon gestartet. Dann gehen wir mal in die Optionen hinein, dass wir hier das Ganze hier mal entsprechend hier grafikmäßig konfigurieren. Grafikqualität eigene. Da gehen wir jetzt hier mal alles auf hoch. Oder eigentlich ist alles schon ganz gut eingestellt. Hohe Auflösung etc. Gut, dann werden wir das Ganze jetzt hier mal testen, ob es denn auch läuft. Aber es sieht ja schon mal ganz gut aus. Einzelspieler, Kampagne starten. Normal nehme ich immer dann Harkonnen. Das sind ja die ganz Bösen. Möchtest du dieses Haus spielen? Natürlich, die Bösen sind immer gut. Intros überspringen wir, die Videos. Und er lädt das Level sehr, sehr gut. Und siehe da, es läuft. Dune, Emperor, Battle of Dune läuft unter Windows 10 und auch ziemlich flott, obwohl das hier natürlich kein schnelles System irgendwie ist. Und dann kann ich hier loslegen. Ne, bauen wir mal eine kleine Windfalle. Zack. Und ja, läuft's. Oh, da kommen schon die Gegner. Dann wollen wir uns mal anschauen, was jetzt hier passiert. Die werden natürlich hier wenig Erfolg hier bei uns haben. Ha, keine Chance hier gegen meine Panzer. Das habt ihr jetzt davon. Da ist noch einer. Gut, also. Läuft sehr, sehr gut. Also haben wir gesehen, das Spiel läuft. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt auch unter Windows 10. Viel Spaß beim Ausprobieren, auch viel Erfolg. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier mal mit meinem System jetzt hier getestet, wie es jetzt bei neueren Grafikkarten aussieht oder irgendwie ganz speziellen Sachen. Ja, das muss man wahrscheinlich auch gucken und einfach mal ausprobieren. Aber grundsätzlich mit dem Fix sollte es auch unter Windows 10 laufen. Und ansonsten gebt mir Feedback, ob es bei euch funktioniert oder nicht oder ob ihr da auf Probleme stoßt. Also in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EKW-Blog.